Hallo zusammen, bevor wir in die Materie einsteigen, werfen Sie bitte wie immer einen Blick auf den Disclaimer, den finden Sie unten in der Videobeschreibung. Im heutigen Video geht es um eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, und zwar, wie kann ich meinen US-Dollar-Bestand in meinem Depot gegen Wechselkursschwankungen schützen? Ja, es kann ja passieren, wenn Sie zum Beispiel Stierhaltergeschäfte mit Optionen handeln, dass Sie zum Beispiel Prämien vereinnahmen, die werden dann in US-Dollar gutgeschrieben und im Laufe der Zeit, wenn Sie erfolgreich sind, dann kumulieren sich diese Prämien und auf einmal haben Sie einen hohen US-Dollar-Bestand und da stellen Sie sich vielleicht zu Recht die Frage, was passiert, wenn dann der Dollar wieder fällt? Dann sind teilweise die Gewinne dann dahin sozusagen. Und was kann ich dann machen, um mich dann gegen einen fallenden Dollar zu schützen? Darum geht es hier, sich gegen Wechselkursschwankungen zu schützen, anhand einer Technik, die ich Ihnen hier zeigen möchte. So, und dazu gehe ich in TradingView. Und möchte Ihnen den ETF namens UUP vorstellen. Der UUP, also der Invesco Index Bullish Fund ETF auf den US-Dollar, spiegelt den Verlauf des US-Dollars sehr, sehr gut wider. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Verlauf des US-Dollars gegenüber dem Euro einblende, dann erscheint diese blaue Linie und Sie sehen, dass der Verlauf des ETF wirklich deckungsgleich ist mit dem Verlauf von dieser blauen Linie, die wirklich den Verlauf des US-Dollars gegenüber dem Euro abbildet. Okay, also UUP sehr, sehr gut geeignet, um diesen Dollar quasi zu spiegeln. Und Sie sehen auch hier da unten der RSI auf den UUP. Und wir befinden uns momentan in einem überkauften Bereich. Ja? Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der UUP oder dass der Dollar allgemein deswegen fallen soll. Wir sehen auch, dass in der Vergangenheit der RSI auf den UUP oft im roten Bereich war, ohne dass es zu einer großen Korrektur dann führte. Also das bedeutet jetzt nicht, dass der Dollar fallen wird. Aber angenommen, ne, Sie haben jetzt eine Einschätzung für sich gemacht und Sie denken, okay, ich bin jetzt der Meinung, dass der US-Dollar korrigieren könnte und ich möchte meinen Dollarbestand in meinem Depot gegen einen fallenden Dollarkurs schützen, dann stellt sich die Frage, wie können Sie das am besten machen? Gehen wir jetzt in die Handelsplattform der TWS und ich befinde mich hier gleich im sogenannten Optionstrader der Handelsplattform TWS und ich habe hier den UUP aufgerufen und Sie sehen, dass der ETF momentan bei Pi mal Daumen 29 Dollar notiert. Darunter sehen Sie die Optionsketten, also mit den Calls und mit den Puts des UUPs und die verschiedenen Laufzeiten. Und wir gehen jetzt einfach davon aus, beispielhaft, dass wir 3.000 Dollar Cash in unserem Depot halten. Okay? Und der UUP notiert bei, wie gesagt, Pi mal Daumen 29 Dollar. Das heißt, mein Dollarbestand entspricht ungefähr 100 Stück des UUPs. Das ist wunderbar, weil 100 Stück eines ETF, das entspricht ein Optionskontrakt. Das heißt, ich könnte jetzt eine Strategie aufbauen mit einem Optionskontrakt, um mich gegen fallende US-Dollar-Kurse zu schützen. Angenommen, ich hätte jetzt ein Dollarbestand von 6.000 Dollar, dann könnte ich zwei Kontrakte des UUPs in Betracht ziehen und so weiter und so fort. Wenn ich so eine krumme Zahl habe wie 4.000 oder 5.000 Dollar bar in meinem Depot, dann müsste ich mir überlegen, okay, was mache ich jetzt? Handle ich jetzt einen Kontrakt, zwei Kontrakte? Das muss man dann für sich selbst dann bestimmen. So, und die eine Möglichkeit, sich gegen fallende US-Dollar-Kurse zu schützen, ist zum Beispiel eine Put-Option zu kaufen. Ne? Das ist möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel für die kommenden 100 Tage meinen Bestand schützen möchte, dann könnte ich beispielsweise eine Put-Option mit Basispreis 28 Dollar kaufen. Die würde mich dann pro Kontrakt Pi mal Daumen 44 Dollar kosten, das ist der Briefkurs hier, kann man machen, aber im Laufe der Zeit kumulieren sich auch die Kosten von diesen Put-Optionen und man verliert dann Geld, wenn der Dollar entsprechend nicht fällt. Eine andere und aus meiner Sicht bessere Alternative ist, einen sogenannten Collar aufzusetzen. Also Collar ist ein englischer Begriff und auf Deutsch heißt es Kragen sozusagen, also nicht Dollar, sondern Collar in dem Fall. Und ein Collar besteht darin, eine Put-Option zu kaufen, aber auch diese Put-Option durch einen verkauften Call zum Teil oder komplett zu finanzieren. Nehmen wir mal als Beispiel, ich bin jetzt hier im Reiter Strategy Builder, weil ich zwei Optionen handeln möchte und nicht nur eine, also ich gehe nicht auf Order,
sondern auf Strategy Builder. Und ich würde jetzt eine Put-Option kaufen und gleichzeitig eine Call-Option verkaufen und möchte, dass die Basispreise von diesen Optionen den aktuellen Kurs des UPs umklammern. Ja, also der UP notiert bei 29 Dollar. Also würde ich jetzt beispielsweise eine Put-Option mit Basispreis 28 Dollar kaufen, klicke dazu auf den Briefkurs und mein Broker ist jetzt schon bereit, diese Put-Option quasi zu kaufen. Und auf der anderen Seite verkaufe ich eine Call-Option mit Basispreis 30 Dollar und dazu klicke ich auf den Gel-Kurs. Also Sie sehen hier, Kauf einer Put-Option mit Basispreis 28, Verkauf einer Call-Option mit Basispreis 30. Und interessant ist, dass diese Kombination mich quasi nichts kostet. Ja, ich würde hier in dieser Simulation jetzt so sogar 5 Dollar Prämie vereinnahmen. Das heißt, diese Kombination ist erstmal so kostenlos im Aufsetzen. Das bedeutet nicht, dass man nicht Verluste damit generieren kann. Aber erstmal gibt es kein Geld, was ich dafür zahlen muss, sozusagen. So, und der Broker erkennt hier diese Strategie und diese Strategie ist hier ein Risk Reversal. Der Broker weiß aber nicht, dass ich diese Strategie aufsetze, weil ich in meinem Depot 3.000 Dollar bar halte. Ja? Weil wenn man den zugrunde liegenden Basiswert hält, also in dem Fall hier den ETF oder das Äquivalent in US-Dollar, dann ist diese Strategie kein Risk Reversal mehr, sondern einen sogenannten Collar. Und um das zu zeigen, füge ich hier erstmal künstlich hinzu die Aktien bzw. die Anteile des ETFs. Also ich habe hier auf Aktien hinzufügen geklickt und würde jetzt zum Beispiel auch noch 100 UUP ETF-Anteile kaufen. Hier erkennt der Broker die Strategie nicht mehr, aber da haben Sie einen Collar aufgesetzt sozusagen. Also ganz wichtig, das ist jetzt nur so aufgebaut, um Ihnen gleich das Risiko- und Chanceprofil zu zeigen. Wenn ich bereits meine 3.000 Dollar im Depot habe, dann werde ich natürlich diese 100 UUP-Anteile nicht kaufen. Ich würde sie rausnehmen und die Strategie so handeln, wie sie gerade dargestellt ist. Ich füge hier nur die Aktien hinzu, um zu zeigen, wie die komplette Kombination bestehend aus meinen 3.000 US-Dollar und dem Collar aussehen würde. Also ich gehe hier dazu aufs Profil und dann sehe ich hier den Verlauf dieser kompletten Kombination über die Zeit und ich gehe einfach gleich zum Verfallsdatum im Oktober. Und ich sehe hier, was passieren könnte, wenn der US-Dollar um 10% steigen oder fallen würde. So, jetzt angenommen, ne, ich habe 3.000 Dollar in meinem Depot, der Dollar fällt um 10% gegenüber dem Euro, dann würde ich 300 Dollar quasi verlieren. Ja, nicht so schön eigentlich. Wenn er weiterhin steigt, dann würde ich natürlich auch von der Kursentwicklung des Dollars profitieren. So, und Sie sehen hier, wenn ich meine Put-Option, meine Call-Option da einsetze und miteinander kombiniere, dass wenn der US-Dollar sich nicht bewegt, also der UUP bleibt so um die 29 Dollar, ich da auch keinen Gewinn und keinen Verlust mache. Das ist normal und logisch, weil mein Collar mich auch nichts gekostet hat. Wenn der US-Dollar steigt, profitiere ich von dieser Kurssteigerung noch bis zum Basispreis der Call-Option und dieser Basispreis liegt bei 30 Dollar. Darüber hinaus mache ich dann keine Kursgewinne mehr. Ja, meine Gewinne sind hier auf 108 Dollar begrenzt. Das war's. Das liegt daran, dass ich eine verkaufte Call-Option in meinem Depot habe. Aber auf der unteren Seite, und das ist eigentlich Sinn und Zweck der Strategie, möchte ich geschützt werden, wenn der US-Dollar gegenüber dem Euro fällt. Und da sehe ich, ich partizipiere an den Verlusten, aber nur bis zu einem Kurs des UPs von 28 Dollar, Pi mal Daumen. Wenn der Dollar tiefer fällt, sind meine Verluste gedeckelt und zwar hier in diesem Beispiel auf 92 Dollar. Ich kann nicht mehr verlieren als 92 Dollar. Erinnern Sie sich, wenn jetzt der Dollar um 10% fallen würde und wenn ich einen Dollarbestand von 3.000 Dollar hätte, dann würde ich 300 Dollar verlieren und immer mehr, wenn der Dollar weiter fällt. Der Collar hilft mir an dieser Stelle, diese Verluste klar zu begrenzen. Okay? Und nochmal, der wichtige Punkt hier ist, dass der Collar quasi mich nichts gekostet hat. Das ist eine Hedging-Strategie in dem Fall, die gar kein Geld in Anspruch nimmt. Nachteil der Strategie ist, dass ich dann in der Aufwärtsbewegung nicht mehr stark profitiere. Ja, aber wenn ich sowieso davon ausgehe, dass der Dollar vielleicht jetzt gerade am Anschlag ist von seinem Kurspotenzial, ist
ist es mir egal, wenn ich jetzt eventuell nicht weiter profitiere. Gut, natürlich kann ich mit meiner Einnahme falsch liege und dann gucke ich in die Röhre, wenn der Dollar weiterhin an Gewinn, weitere Gewinne verbucht. Also wichtig hier an dieser Stelle, diese Strategie hilft vor allem, die Abwärtsbewegung abzufedern und die Verluste zu minimieren, wenn der Dollar gegenüber dem Euro fallen würde. Vorteil des UUPs nochmal an dieser Stelle, die Optionen sind ziemlich liquide. Man sieht es auch an der Spanne zwischen Geld- und Briefkurs, die sind relativ eng und der UP bietet auch Basispreise, die in 1-Dollar-Schritte gestaffelt sind. Das heißt, es gibt eine gewisse Vielfalt an Möglichkeiten, diesen Collar aufzusetzen. So, ich hoffe, das war hilfreich, dass es eine gute Anregung ist für Sie, sich eventuell gegen Wechselkursschwankungen zu schützen. Wenn Sie andere Ideen haben, wie man sein Depot schützen kann, wenn man zum Beispiel Fremdwährungen da im Depot hält, die man jetzt nicht unbedingt sofort in Euro konvertieren möchte, dann schreiben Sie sie gerne in die Kommentare. Ich bin sicher, das wäre für viele andere Anleger auch noch hilfreich. Ich weiß, es gibt noch ein paar andere Techniken, aber das ist eine Möglichkeit, sich relativ einfach gegen einen fallenden US-Dollar zu schützen. So, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis demnächst.